Okay, mit denen haben wir jetzt gesprochen. Mit Mario im Büro sprechen. Okay, ich wollte eigentlich erst die Federn wegbringen, aber egal. Codex Wand, da können wir die entschlüsselten Dinger Ezio, dranhängen. mein Junge, ich glaube, ich sollte dir endlich etwas zeigen. Glaube ich aber auch. Da schlittert er rein. Warum leuchtet das so? Ach, das war das Licht. Katakomben. Mit interessanten Bildern. Laufen nicht so schnell. Dies ist unser Altarraum. Er wurde von meinem Urgroßvater erbaut, um das Angedenken der Assassinen zu ehren und ihre Geheimnisse zu schützen. Sieh dich um. Das sind die Assassinen, die in der Stunde der Not die Freiheit der Menschen schützten. Und das ist die Rüstung von Altair. Wenig ist über Altairs Leben bekannt, doch seine Rüstung ist leicht und doch stark. Ich würde sie dir geben, aber ich weiß nicht wie. Mein Urgroßvater erzählte mir, dass sie verschlossen bleiben würde, bis all ihre Beschützer wieder komplett wären. Ich hörte Gerüchte über Krypten in ganz Italien, versteckte Gräber mit Schätzen gefüllt, in denen diese sechs vor Jahrhunderten begraben wurden. Vielleicht hat das was damit zu tun. Als ich jünger war, suchte ich selbst nach den sechs. Ohne Erfolg. Vielleicht hast du mehr Glück. Um perfekte Synchronität mit Ezio zu erreichen, brauchst du diese Rüstung. Okay, wenn du das sagst, können wir lesen, wer das ist? Ja. Auf diesem Podest steht die Statue von Kualangal, dem Assassinen aus der Mongolei. Mit Pfeil und Bogen hat der Genghis Khans Pferd erschossen. Erschossen. Sieht aus, als würde in diesem Podest etwas fehlen. So, wer ist das? Statue von Darius. Auf dem Podest steht die Statue von Darius, dem Assassinen aus Persien. Mit der versteckten Klinge tötete er Xerxes, den ersten dokumentierten Einsatz dieser Waffe. Da fehlt noch was. Wayuu. Auf diesem Podest steht die Statue von Wayuu, dem Assassinen aus China. Mit dem Speer tötete er den ersten chinesischen Kaiser, Qin Shi Huang. Und da fehlt natürlich auch was. Altairs Rüstung liegt hinter einem Gitter. Das Gitter wird von sechs Schlössern in Position gehalten. Angucken können wir uns das auch nicht näher. Amunet. Oder Amunet. Auf diesem Podest steht die Statue von Amunet, der Assassinen aus Ägypten. Sie tötete Kleopatra mit einer Schlange. Eine Schlange als Waffe benutzen. Interessant. Auf diesem Podest steht die Statue von Iltani, der Assassinen aus Babylon. Sie vergiftete Alexander den Großen. Und die letzte Statue, Statue von Leonius, dem Assassinen aus Rom. Er erstach Caligula mit dem Dolch. Also alle großen, naja, ich würde jetzt mal nicht sagen bösen, aber halt Genghis Khan und Alexander der Große und Kleopatra, also alle diese gestorben sind, wurden also von Assassinen getötet. Interessant. Da oben ist das Tageslicht? Ich weiß es nicht. Okay, gehen wir wieder hoch. Und jetzt lege ich dann noch die eine Feder, die wir gefunden haben. Unglaublich. Die lege ich da mal noch. Kann ich da was reintun? Haben wir noch entschlüsselte? Nee.
Und das können wir erst machen, nehme ich an, wenn... Ach, das Adlerauge wieder weg, ja. Das können wir erst machen, wenn wir alle Seiten gefunden haben. Okay, jetzt nach oben nochmal schnell elegant auf dem Gelände lang hüpfen und die Federn da reinlegen. Es wird mich wirklich interessieren, was passiert, wenn man alle 100 findet. Okay, die Federn steigern auch den Wert. Interessant. Ja, das wird mich echt interessieren, weil die habe ich nämlich in meinem anderen Spielstand auch niemals voll gehabt. Ob dann die Mutti wieder anfängt zu reden oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht schaffen wir das ja. Ich bin sicher, ich habe, was ihr braucht. Kein Kunde von so, ihr hallo. Das ist jetzt der... Hier ist der Schneider. Wir haben für nichts genug Geld und wir könnten unsere Sachen einfärben, aber ich finde das Assassinenweiß einfach am besten. Meine Hilfe. Bedenkt auch, wenn so, hier ist noch der Künstler. Da können wir uns Schatzkarten kaufen. Das würde ich gerne mal machen. Grazie und kommt bald wieder. Aber wir werden jetzt nicht jetzt alle Schatztruhen hier sammeln. Oh, die ist außen. Das machen wir nebenbei mal immer so. Aber nicht jetzt alle auf einmal. Wir reiten jetzt los. Nach Florenz wollten wir, glaube ich, zurück. Um den anderen Typen zu töten. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Den Namen merken bin ich wirklich schrecklich. Den Pazzi. Ich weiß, die hieß mit Nachnamen Pazzi. Aber ich habe den Vornamen vergessen. Egal. Das ist uninteressant. Wir töten den jetzt, den Pazzi-Typen, und das reicht vollkommen. Wirklich nach Florenz reisen. Natürlich. Oh, jetzt habe ich nicht gelesen, was da stand. Laden und alles generieren. Ich mag das Geräusch. Republik Florenz 1478. Und da sind wir wieder. Ach genau, wir müssen zu Leonardo. Halt, falscher Eingang. Hier geht's rein. Ezio, du lebst ja noch. Sieh sich das einer an. Die letzten 2 Jahre waren gut zu dir. Aber du bist nicht mehr derselbe, was? Ich hoffte, du könntest mir vielleicht mit etwas helfen. Alles für dich, mein Freund. Haha, du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Das ist schwer zu knacken. Sehr klug bei der Nutzung der alten Sprachen. Wenn ich vielleicht... Oh, es scheint sowas wie ein Handbuch verschiedener Assassinentechniken zu sein. Darf ich mal sehen? Warte, was ist das? Dieses Mal ist es kein richtiger Plan. Nur eine Serie von Skizzen. Was das wohl zu bedeuten hat. Hoho, natürlich. Und warum nicht? Eine großartige Idee. Kannst du es fertigen, während ich die Sachen aus dem Fragment ausprobiere? Nimm das. Ich lasse meine Assistenten einige Puppen zum Üben aufstellen. Ey, Vincenzo! Wurden Taten folgen lassen. Verschiedene Attentatstechniken üben, während Leonardo über den Codex-Seiten brütet. Ich glaube, das ist das, was wir uns vorhin schon angeguckt haben. Kann das sein? Die, die ihr jetzt anguckt, die Schriftrolle? So, hier unsere Opfer. Ein Gesundheitsquadrat gewonnen.
So, werden wir diese bösen Puppen töten. Sie waren zu puppenhaft für diese Welt. Okay, das ist also ein unauffälliges Attentat. Natürlich, weil ja niemand sieht, dass da plötzlich jemand in den Heuhaufen reingezogen wird. Ein Luftattentat. Deswegen konnten wir das vorher noch nicht machen. Und jetzt unser letztes kommen wir. Naja. Jetzt können wir nämlich so über diese Vorsprünge rüberspringen. Das konnten wir vorher nicht. Also im Teil davor. Und tschüss, du böse Puppe. Interessant war, die Puppen haben geblutet. Aber gut. Egal, da haben sie wahrscheinlich Tomaten reingemacht, damit es realistischer aussieht. Ich hab's geschafft. Komm schnell, schau. Nimm es, probier es. Hab Dank, Leonardo. Gar kein Problem. Es gibt jemanden, den ich hier treffen müsste, aber ich kann mich ihm nicht öffentlich nähern. Weißt du da einen Weg? La Volpe. Der Fuchs? Psst. Verstehe. Aber weißt du, wo er sich aufhalten könnte? Vielleicht in der Nähe des Mercato, wo die Diebe hausen. Sei vorsichtig, Amico. Erreichen Sie Aussichtspunkte, um den Standort der Codex-Seiten auf der Karte zu enthüllen. Wir sind stolz auf unsere gute Qualität zu berechnen. Okay, der Fuchs soll also in der Nähe des Marktes sein. Wir können jetzt Luftattentate vollführen. Und versteckte Attentate. Und zweite versteckte Klinge erhalten. Ah, cool. Das gefällt mir. So, ciao. Und Mercato Vecchio. Oder sowas. Irgendwo hier. Die Frage ist, wo genau ist dieser Markt? Ach so, dort. Da gibt es auch wieder so eine Glyphe. Fuchsjagd. La Volpe in der Nähe des Mercato Vecchios aufspüren. Was treibt ein Mann dazu, sich so... Ah, na klar, es geht um eine Frau. Aha, da hat sich jemand ein Lamm gekauft. Okay, wir werden hier also Ziel lokalisiert. Ich habe gar kein Ziel lokalisiert. Ist wahrscheinlich der da. Was? Meine Börse, mein Geld. Euer Geld? Ich habe euer Geld nicht. Oh nee, ich hasse Komm diese Verfolgungsjagden. Hol mich! Huh. Okay, es ging. Ich glaube, später sind die schlimmer. Ich habe kein Interesse, dich zu verletzen. Also gib mir mein Geld und wir sind quitt. Nicht so schnell. Was wollt ihr denn? Wer seid ihr? Man gab mir schon viele Namen. Mörder, Tagliagole, Dieb. Aber ihr dürft mich La Volpe nennen. Zu euren Diensten, Messer Ezio. Woher kennt ihr meinen Namen? Es ist mein Geschäft, alles in dieser Stadt zu wissen. Seid ihr nicht deshalb hier? Doch, ich muss jemanden finden. Und wissen, wo er ist, bevor er es selber weiß. Wer? Francesco de Pazzi. In den Straßen erzählt man sich was von einer Karawane aus Rom. Einem Geheimtreffen, heute bei Sonnenuntergang. Dort könnt ihr etwas über Francescos Aufenthaltsort erfahren. Wisst ihr, wo es stattfinden wird? Ma certo. Lasst mich wissen, wenn ihr soweit seid. Dann ziehen wir los. Oh, ja. Und hier ist euer Geld. Synchronisiert. Wir sind jetzt irgendwo weit weg vom Markt. Ich wollte da eigentlich noch hier mal hoch, dann halt nicht. Ich wollte da noch die Glyphe finden.